Hi, Stars in Shadow. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 3 unseres Preview-Let's Plays. Dieses Spiels von zwei kanadischen Entwicklern, die das gerade als Early Access herausgebracht haben auf Steam. Mit mir an meiner Seite, ich bin Writing Bull, ist Jan Zakor. Hi. Hallo Daniel, hallo liebe Zuschauer. Ein ganz großer 4X und Sci-Fi-Experte aus meinem Community-Forum, community.writingbull.de. Da ist Zakor sehr, sehr aktiv und es ist nicht das erste Mal, dass er euch ein solches Spiel vorstellt. Also so groß bin ich gar nicht. Ich bin 1,80 ungefähr. Also ach, immerhin du übertreibst jetzt wieder. Immerhin reichst du mir deutlich über den Bauchnabel hinaus. Also du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Was haben wir hier an Größe? Wir haben einen Stadtplaneten, das ist Rastaban. Wir haben entdeckt, dass auf Rasal Geti die Piraten ein Piratennest haben. Wir haben in Asimir einen klitzekleinen neuen Planeten besiedelt. Nicht riesengroß, immerhin groß genug, damit wir expandieren können. Und hier produzieren wir einen zweiten Transporter. Der kommt in unseren Transporter-Pool hinein. Der soll für uns Nahrung produzieren oder Gold-Credits erwirtschaften und so weiter. Und wir haben einen Scout, der ist hier unterwegs. Der hat Hamal entdeckt. Insgesamt ist die Galaxie nicht allzu groß. Die meisten 4X-Fans lieben riesige Galaxien. Bitte nicht auf die Entwickler schimpfen. Das liegt an uns. Wir haben halt extra eine kleine Galaxiegröße eingestellt. Ich würde vorschlagen, eine Runde weiter. Ja, genau, eine Runde weiter. Oder können wir noch zu spät bewegen? Naja, egal. Hastig wie ich bin, der schnellste Klicker unter der Sonne. Dann sagt mir nach, ich bin einfach viel zu fix für Rundenstrategie. Ich sollte nur noch Echtzeit machen oder Ego-Shooter. Es gibt ein Problem mit der Nahrung, Jan. Ja, da bekommen wir jetzt die Meldung, denn auf Rastaban ist, glaube ich, die Bevölkerung gewachsen. Auf 8, wir hatten vorhin noch 7. Da wird jetzt mehr Nahrung verbraucht und wir müssten, da wir die neue Kolonie haben, dort für Ausgleich sorgen. Und ich würde mal sagen, wir müssen jetzt eine Farm kaufen. Das würde ich aber wahrscheinlich eher auf diesem neuen Planeten machen. Genau, weil auf dem Heimatplaneten haben wir genug Produktion, um da auch mal Farmen bauen zu können. Genau. Also da, dann stellen wir kurz auf Farm und die kaufen wir jetzt schnell. Wir haben ja genug Geld. Die ist ganz billig. Da müssen wir, weil es die erste ist. Das ist auch ein Aspekt der Wirtschaft, den wir gerade mal kurz erklären können. Das erste Gebäude jedes Typs ist relativ billig. Also wenn man da zum Beispiel guckt, die erste Fabrik kostet da 225 Produktion, die erste Farm 50, das erste Labor 225. Ist jetzt im Vergleich teuer, aber relativ halt. Also das zweite Labor würde dann entsprechend mehr kosten und die zweite Fabrik, die zweite Farm, die zweite Mine kosten jeweils mehr. Das heißt, wenn man die Slots bzw. die Gebäude in den Slots diversifiziert, hat man erstmal geringere Kosten. Das kann sinnvoll sein. Aber, jetzt kommt das Aber, es gibt Faktoren, die das noch beeinflussen, denn bei der Forschung und bei den Credits, da gibt es später auch noch ein Credit-Gebäude, das haben wir jetzt noch nicht, aber bei der Forschung kann man nämlich auch, wenn du mal in den Bauprojekten runterscrollst, geh mal da in die Mitte und scroll mal runter, da ist diese Option Research und ein Stück weiter links unten ist Trade. Das ist sozusagen eine Option, die die Planetenproduktion komplett umstellt auf diese beiden Sachen. Also auch Research heißt dann, dass der ganze Planet sich nur noch mit Forschung beschäftigt und Trade heißt, dass der ganze Planet sich nur noch mit Handel beschäftigt, also Credits generiert. Die Produktion fällt also komplett weg, wenn man diese Option auswählt. Und dafür bekommt man eine Verdoppelung. Das heißt, wenn ich Trade auswähle, produziert der Planet plötzlich doppelt so viel Credits. Und wenn ich Research auswähle, produziert der Planet plötzlich doppelt so viel Forschung. Schon eine ganze Menge. Das heißt, eine Spezialisierung kann sehr viel bringen, ist aber auch entsprechend teuer. Also wenn wir erstmal viele Labore bauen, kostet das viel Produktion. Aber wenn wir dann fertig sind und auf Forschung umstellen, dann haut es richtig rein. Was mir im Augenblick ernsthaft Sorgen macht, das ist, dass hier in der Bauschlange die Factory, das war eine Factory, die wir angefangen hatten zu bauen, ganz verschwunden ist. Ich habe den Verdacht, wir haben hier möglicherweise all die Produktionspunkte, die wir schon angesammelt haben, verschwendet. Nee, da kann ich dich beruhigen. In meinen ersten Spielen habe ich auch vor Schreck so gedacht, oh nein, jetzt ist ja alles weg. Aber das ist tatsächlich so, dass sich das Spiel das merkt. Das heißt, wenn du jetzt die Farm fertig bauen wirst, nächste Runde, dann hast du zwar erstmal kein Bauprojekt, aber wenn du wieder die Fabrik auswählst, hat sich das Spiel die Produktion gemerkt, die wir schon reingesteckt haben. Wie schön, ein Spiel, das mitdenkt. Sowas hört man gerne.
Und einen Produktionsübertrag gibt es, soweit ich weiß, auch. Das ist auch eine Sache, die mir sehr gefällt, dass man nicht sozusagen mikromanagen muss, hier um die einzelnen Hämmerchen oder Werkzeugschlüssel da anzupassen, damit man das Projekt genau fertig baut, sondern das Spiel merkt sich den Übertrag. Es stimmt tatsächlich, die Fabrik steht hier, alles als neues Bauprojekt wieder drin. Farm ist fertiggestellt, Nahrungsprobleme sind gelöst. Eine Farm produziert hier zusätzliche Nahrung, die dann automatisch auch weiterverteilt wird an die anderen Planeten, falls notwendig, über die Transporter. Ja, genau. Und jetzt sehen wir auch, jetzt haben wir einen weiteren Transporter, der Handel durchführt, denn in der letzten Runde hatten wir noch 4 von 10 dort. Kannst dich vielleicht erinnern. Mhm. Jetzt haben wir wieder 5 Kapazitäten frei für den Handel, generieren also mehr Credits. Das liegt einfach daran, dass jetzt in Asimir, in unserer Kolonie, wird ja jetzt auch Nahrung produziert. Das heißt, wir müssen keine Nahrung mehr hinschaffen. Ne? Dann ist der Transporter wieder frei. Das heißt, das war auch gar nicht so schlecht, dass wir das da gebaut haben. Ja, auf Rastaman arbeiten wir am Transporter. Nächste Runde werden wir den haben. Mhm. Fertiggestellt. Was als nächstes? Ja. Also mein Vorschlag ist ja... Genau, darauf wollte ich auch. Eine Mine, genau. Beides haben wir letztes Mal festgestellt. Produktionspunkte erwirtschaften wir mittlerweile ganz gut. Einer von uns beiden, der Kriegstreiber, der gerade spricht, möchte gerne Kriegsschiffe bauen, um den Piraten eins aufs Feld zu brennen. Dafür brauchen wir vor allem Metalle. Das ist das Nadelöhr hier bei der Produktion. Diese Ressource, und die können wir hier über die Mine produzieren. In 3 Runden steht uns die dann zur Verfügung. Ich bin ja froh, dass endlich mal ich nicht der Kriegstreiber bin. Warte mal, noch nicht? Nein, nicht. Zu spät. Der schnellste Klicker unter der Sonne. Du spielst schon wieder Shooter hier. Da klickst du immer sofort, der will schießen. Ja? Ich spiele die ganze Zeit mit den WASD-Tasten. Denn wir haben ja noch den Transporter gerade fertig gebaut und der braucht noch Arbeit. Oh. Den musst du jetzt noch in die Handelsflotte einfügen. Weißt du noch, wie es geht? Nein, du musst mich aufklären. Geh mal mit der Maus über den Transporter, dann bekommst du 3 solche Knöpfchen und der gelbe. Ja, das ist sehr klein, unscheinbar. Aber jetzt haben wir sozusagen unsere Handelskapazitäten voll ausgeschöpft. Jetzt haben wir 10 Kapazität in den Handel gesteckt, 2 Transporter. Und 10 ist ja auch unser Limit. Das sehen wir da oben jetzt, plus 10 von 10. Das heißt, wir schöpfen das jetzt voll aus und kriegen durch den Handel 10 Credits. Das kannst du links sehen bei unserem Credit-Einkommen. Liebe Zuschauer, falls ihr euch fragt, was ist mit diesem WB los? Das hat der Zacker dann noch eine Folge zurück dem WB erklärt. WB hat augenscheinlich die Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege. Dann kann ich euch beruhigen, wir hatten jetzt 2 Tage Drehpause zwischen der letzten und dieser Folge. Das heißt, faktisch habe ich lediglich die Aufmerksamkeitsspanne, sagen wir mal, einer Stubenfliege, also durchaus etwas anspruchsvoller. Ja, die ersten Aufnahmen waren so anstrengend, da mussten wir erstmal Pause machen. Ganz genau. Alles okay? Ja. Jetzt darfst du klicken, ja. Du bist zu großzügig. Und wir fliegen und fliegen und fliegen. Und nochmal eine Runde weiter, wieder was fertig gebaut, das dürfte unsere Mine sein. Genau, jetzt haben wir alle Slots belegt. Ne? Das wirkt jetzt erstmal so, als oh, jetzt haben wir so viel Metallüberschuss, aber das werden wir sicher auf jeden Fall brauchen, also keine Sorge. 18 Metalle pro Runde, 50 Produktion und Schiffe oder Scout? Erst noch ein Scout? Oder schon mal? Ich würde ehrlich gesagt eher jetzt ein Kolonieschiff bauen. Haben wir überhaupt schon einen Planeten, den wir kolonisieren können? Haben wir da mal schon was? Noch gefunden? Nicht. Ich klicke den hier mal rein. Das würde 8 Runden dauern. Wie lange würde ein Kriegsschiff dauern? 4 Runden? 5 Runden? Ich stelle das Kolonieschiff mal ein und wir wissen nicht, nee. Also hier in Asimir, da war nichts Gescheites zu kolonisieren. Das hier waren alles so, da passte kaum was. Da war einer. Also den könnten wir. Ja, das ist aber trotzdem nicht schlecht. Da kann man dann zum Beispiel Minen bauen, dann gibt es noch mehr Metall. Würdest du machen? So ja, also der springende Punkt dabei ist auch, wenn wir mehr Kolonien haben, dann floriert auch der Handel zwischen den Kolonien. Und je mehr Handel wir haben für jeden Handelsslot sozusagen, bekommen wir einen Credit. Das lohnt sich. Dann bauen wir jetzt hier erstmal ein Kolonieschiff. Unser Scout ist hier angekommen in Sirius. Haben wir noch Reichweite für weitere Erforschung? Guck mal da. Hier ist, entschuldige bitte, ein Planet. Ein Gasgigant. Da gibt es gar nichts. Können wir leider nichts machen. Wie weit können wir noch fliegen? Können wir noch hier hin zum Beispiel? Ja. Du hattest ja das selber sogar rausgefunden. Jetzt kannst du noch mal sozusagen glänzen, wenn du auf diesen Bewegungsbutton da unten, dieses Schiffchen,
genau. Und da sehen wir nämlich die Reichweite. Das hattest du ja rausgefunden. Ich hatte das auch noch gar nicht gemerkt, weil ich immer direkt geklickt habe mit dem. So viel zum Thema blinde Hühner und Körner. Zwei Planeten können noch erforschen und hoffen mal, dass es gut geht. Was ich mir wünschen würde, ich probiere mal aus, ob das klappt, aber mit der Shift-Taste, wenn man die gedrückt hält. Nee, das geht nicht. Man kann keine Ketten bauen. Soweit ist die Schiffsnavigation in der Zukunft noch nicht fortgeschritten, dass den Kapitänen eine gedrückte Shift-Taste zur Verfügung stehen würde. Ja, wir spielen ja auch die Saurier. Vielleicht sind die Saurier deswegen ausgestorben, weil sie einfach nicht die Shift-Taste benutzen konnten. Das ist es, ganz genau. In einer Runde geht's weiter. Nochmal Klick hier drauf. Wir sind angekommen und jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, schon zwei Planeten sogar. Ach, hier, guck mal, ein Achter. Der ist gut. Den holen wir uns. Wieder ein trockener Planet, aber ist so eine gute Sache. Und vor allem, wenn wir den kolonisieren, dann erhöht sich auch unsere Reichweite. Ja. Das heißt, unser Scoutschiff wird dann weitere Planeten. Super. Das heißt, es war doch eine sehr gute Idee von dir. Ich lobe dich über alle Maßen, dass du mich als Kriegstreiber ausgebremst hast hier. Wir schicken also einen Castor-Transport dorthin, ne? Bin ich da jetzt mal auf den Namen des Systems. Ganz genau. In 5 Runden, in 4 Runden, werden wir unser Kolonieschiff haben. Wir können jetzt übrigens mal gucken, wie lange es noch dauert, bis wir die Fabrik kaufen können in unserer neuen Kolonie. Oh, natürlich, da hast du recht. 579. Das dauert lange, da sind wir noch nicht ganz da. Nee. Ja? Sind wir noch nicht ganz da. Das wird ein Weilchen dauern. Oh, Piratenangriff, schon wieder. 3 kleine Schiffchen sind dort, aber unser Scout hätte trotzdem keine Chance. Das heißt, wir versuchen zu flüchten. Genau. Wie machen wir das nochmal? Du musst erstmal diese Nachricht dort annehmen, also we will not go quietly, dort, also das Krieg, dass du den Piraten den Krieg erklärst und dann kommt es zum Kampf. Jetzt hast du diese Explosion dort. Sag mal, sind das eigentlich dieselben Piraten, dieselbe Piratenfraktion oder ist das die Konkurrenz? Ich glaube, es ist die Konkurrenz. Also die interagieren irgendwie nicht. Also die sitzen einfach nur da rum und warten, bis du angreifst. Dann sind das vielleicht gar keine Piraten. Dann sind das vielleicht Piraten und das sind Korsaren. Gut möglich, ja. Kann ich mir echt gut vorstellen. Jetzt nehmen wir den und... Aber du kannst auch erstmal das System angucken. Guck gerne erstmal das System dir an, was dort Schönes ist. Ah, da ist schon eine Kolonie anscheinend. Ja, hier. Guck doch mal drauf. Da ist schon eine Menschenkolonie. Da sind hübsche Mädchen, wenn ich das richtig sehe. Oh. Tatsächlich. Und die haben schon eine Farm gebaut. Mhm. Das heißt, das sind die. Das sieht mir aus wie so eine Milchmaid. Also die melken wahrscheinlich Kühe auf der Farm. Das könnte gut sein. Das ist ein Planet, der nicht so doll ist. Das ist ein Viererplanet. Mineralienarm. Aber das System sollten wir uns auf jeden Fall auch, weil es ist mineralienreich, das ist sehr schön, ja. Wie gehen wir Fersengeld? Jetzt müssen wir erstmal sozusagen in Kauf nehmen, dass wir dort in einen Kampf kommen. Das heißt, auf dieses Explosionssymbol musst du erstmal klicken. Das ist sozusagen jetzt die Nachricht auf den Kampf. Und jetzt nehmen wir die Autorückzug, automatischer Rückzug. Das schafft er auch immer, weil es ein Scout ist. Flüchten aber allerdings leider nach Rasterbahn zurück. Ja. Das ist nicht so schön. Und wir müssen die Niederlage hinnehmen, aber das war ja zu erwarten. Mit einem Scoutschiff fliegt man nicht in den Krieg. Nein, definitiv nicht. So, jetzt ist unser Kolonieschiff fertig. Das können wir jetzt nach Castor schicken. Machen wir definitiv. Und jetzt können wir schon antizipieren, da ja, wenn das Kolonieschiff in 5 Runden ankommt, werden wir weitere Handelsrouten haben. Deswegen würde es sich jetzt schon lohnen, einen Transporter zu bauen. Du bist kein Politiker. Du bist fähig zu nachhaltigem Denken. Mhm. Kompliment. Du hast niemals eine politische Karriere einschlagen können. Ganz, ganz bitterer Moment. Tut mir leid, dass ich dir das hier offenbaren muss. Verdammt. Dabei habe ich davon geträumt. Und? Weil bei der Propaganda kenne ich mich eigentlich gut aus. Also das kommt dann vielleicht auch aufs Land an, wo man Politiker sein könnte. Transportschiff ist in 2 Runden schon fertig. Das ist natürlich schon sehr, sehr bald. Vielleicht können wir ein anderes Schiff erstmal anbauen. Weil der braucht, glaube ich, 3 Runden. Nee, 5 Runden, bis er da angekommen ist. Aber du hast meine Agenda auch nur teilweise sozusagen, ich habe sie nicht offenbart, denn ich will den Transporter tatsächlich früh haben, um noch eine kleine andere Aktion mit ihm durchzuführen. Erzähl. Und zwar, wenn der Transporter fertig ist, werden wir eine Bevölkerungseinheit
herausnehmen und nach Asimir schicken. Von unserem Heimatplaneten. Denn es lohnt sich ein bisschen sozusagen den Heimatplaneten zu entschlacken, dort ab und zu jemanden rauszuziehen. Dann wächst die Bevölkerung schneller und außerdem wachsen die Kolonien dann schneller, wenn man da auch was hinschickt. Dann machen wir das. Der Transporter ist fertig. Jetzt hast du dort die komfortable Option, wieder in diesen drei Knöpfen. Dort hast jetzt nimm mal die untere Option, genau. Embark Colonist, also Colonist einladen. Und jetzt wählst du, jetzt wählst du in Rasterbahn, da wo du bist, den Planeten aus, von dem du, also bist du irgendwie nach Asimir gegangen, du musst nochmal auf Rasterbahn klicken. Genau. Und jetzt kannst du dort sozusagen den Planeten auswählen, von dem du einlädst. Genau. Und jetzt sind die im Transport. Es ist wie immer bei Computerspielen, wenn man einmal weiß, wie etwas funktioniert, ist es wahnsinnig intuitiv im Nachhinein. Ja. Und den kannst du jetzt, den Transporter kannst du jetzt einzeln auswählen und nach Asimir schicken. Ganz genau. Perfekt. Oh. Will er jetzt nicht? Aber nicht die ganze Flotte, denn den Scout wollten wir ja noch weiter scouten lassen. Denn nur das Transportschiff. Genau. Und den Scout schicken wir in dieses rötliche System oder zu diesem roten Stern. Und er hat mit Sicherheit hier einmal Menschen an Bord. Ja, das sieht man auch so ein bisschen. Vielleicht ist dir das aufgefallen, dass diese gelben Elemente dort, dass von diesen gelben Elementen jetzt diese bisschen anders aussehen da oben. Ah. Daran erkennt man, dass das jetzt so ein Zivilistentransport ist. Und der Militärtransport sieht dann auch nochmal anders aus. Das sind immer die gleichen Schiffe, aber die verändern sozusagen ihr Aussehen, je nach der Aufgabe, die man ihnen zugeteilt hat. Finde ich eigentlich schön, weil ich mag diese Multifunktionstransporte sehr. Wenn der Transporter die Kolonisten hingebracht hat zu unserem zweiten Planeten, löst er sich auf oder ist er danach wieder verwendbar? Der wird dann wieder zu einem 0815-Transporter, der auf seine Aufgabe wartet. Noch ein Kolonieschiff? Ja, durchaus. Also am Anfang lohnt es sich wirklich durch diese Handelsgeschichte da ordentlich Kolonien zu gründen, weil man dann sehr viele Handelsrouten bekommt. Keine schlechte Idee. Jetzt guck nochmal, ob wir inzwischen in Asimir die Fabrik kaufen können. Wie nah sind wir da dran? 507? Nicht mehr viel, vielleicht noch 2-3 Runden. Dann werden wir 4 Runden etwa. Ja, sie wird ja auch gebaut. Das heißt, mit jeder Produktion, da reingesteckt wird, wird es auch billiger. Das heißt, wahrscheinlich, wenn du jetzt nochmal die Runde beendest, dann könnte es schon soweit sein. Und unser Castor-Transport ist angekommen. Sehr schön. Wir nehmen uns den 8. Planeten. Ja, der gefällt mir auch definitiv besser. Der ist jetzt schön besiedelt und wir fangen auch erstmal mit einer Fabrik an, würde ich sagen. Damit der in die Gänge kommt. Ja, sehr schön. Mehr und gucken wir mal in Asimir nach. Ah ja, genau. Nächste Runde. Und der Transporter ist auch angekommen. Den darfst du jetzt ausladen. Ich schau mal, ob findest du es selber raus, wie man es macht. Mal gucken. Über Disembark Colonists. Ganz genau. Darauf klicken und jetzt wählst du das Ziel. Unten dort auf den Planeten, wo du ausladen willst. Genau. Siehst du? Und ganz einfach eigentlich. Also jetzt ist wieder alles gelb. Sehr. Ja, und den kannst du jetzt, da wir ja die neue Kolonie gegründet haben, da haben wir jetzt oben 15 Handelsrouten potenziell. Das heißt, wir können diesen Transporter gleich in den Handelspool schicken und er wird uns weitere Credits generieren. Siehst du, jetzt haben wir schon plus 18 Credits. 14 von 15 Slots sind hier ausgefüllt von Möglichkeiten, Handel zu treiben. Plus 18 ist eine ganze Menge. Eine Kapazität von unseren Transportern wird leider verwendet für den Nahrungstransport nach Castor. Aber das werden wir später noch ausgleichen. Da bauen wir vielleicht noch einen Transporter mehr oder so. Nächste Runde. Ja. Fabrik. Scout-Schiff ist wieder einsetzbar. Fliegt hier hin. Genau. Das war ja noch dieser eine Planet. Wobei wir jetzt durch Castor ja noch eine erhöhte Reichweite haben. Da können wir bestimmt jetzt noch mehr erforschen. Jetzt der große Moment. Jetzt wird endlich die Fabrik fertiggestellt. Lange haben wir gewartet. Nahrung? Überall okay? Wir haben noch plus 1 im Imperium und genug Transporter. Aber wahrscheinlich werden wir demnächst noch eine Farm machen. Glaube ich eventuell sogar in Castor.
Können wir Bauschlangen einstellen? Können wir die Farm schon mal anbauen? Du hast dort rechts dieses kleine Fensterchen bei der Fabrik Q. Ist dort. Mhm. Da, ich glaube, kannst du das reinziehen? Nee. Nein. Oder mit Doppelklick in diese Q? Leider nicht. Ich kann nur einzeln links. Wenn du jetzt in dieses kleine Fensterchen doppelklickst. Hier rein. Ja, das meinte ich. Ja, nee. Oder Rechtsklick? Nee, Rechtsklick, das gibt's ja auch noch nicht. Shift-Taste. Ah, guck mal, du hast es gerade gefunden. Du warst drauf, aber wir haben es nicht registriert. Hier. Genau. Also mach erstmal die Fabrik rein. Jetzt haben wir es aber umgekehrt. Ja. Weil die Farm brauchen wir ja in Kürze. Weil ach so, du wolltest das so haben. Okay. Weil wenn die Bürger hier auf 2 springen, ich würde lieber gleich hier die Farm beschleunigen. Stimmt, ja. Weil die werden wir auf jeden Fall als erstes fertig haben. Und umso früher haben wir die und haben dann keine unliebsame Überraschung. Genau. Okay? Jo. Jetzt hast du mich erwischt, dass ich wieder eine Funktion noch nicht kannte, weil ich immer alles mikromanage. Ich mache keine Bauschlangen. Ich mache immer also alles per Hand. Ich fühle mich total gut gecoacht von dir. Ganz, ganz ernsthaft. Wir sind auf Rasterbahn wieder. Genau, das ist die Fabrik, die haben wir ja gerade gekauft und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Planeten, worauf wollen wir ihn spezialisieren? Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir diesen Planeten mal ein bisschen auf Forschung trimmen und dort jetzt mal anfangen, Labore zu bauen. Was meinst du? Also ich würde sagen, Forschung oder Metalle, eins von beiden. Farmen ist irgendwie Quark auf so einem trockenen Planeten. Aber Metalle, da stehen wir, glaube ich, ganz gut dadurch, dass wir unsere Heimatwelt auf Metall getrimmt haben. Ich würde jetzt tatsächlich mal einen Forschungsplaneten einschieben, weil das wirklich eine Weile auch dauert, die ganzen Labore zu bauen. Guck mal, das nächste Labor, das dauert schon 13 Runden und die nächsten 2 wären auch noch teurer. Das heißt, früh anfangen. Der frühe Vogel fängt den Forschungswurm. Jetzt wird es ganz, 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 ganz lyrisch. Also hier werden ganz viele Einsteins produziert, hier werden Metalle produziert und wir produzieren gleich mal eine neue Folge. Denn wir machen einen Cut. In Kürze geht es weiter mit Stars in Shadow. Bis dann. Ade. Tschüss.